Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Denkanstoss. Ich dachte, ich mache jetzt mal ein offizielles Intro zu dem Input, den ich hier euch weitergeben will. Nein, Scherz beiseite. Jesus hat uns sehr viele gute Sachen mit auf den Weg gegeben. Er hat uns sehr viele Sachen gesagt, die wir vielleicht tun sollten oder eben auch lassen sollten. Und zwar nicht, um uns zu schaden oder zu uns eingrenzen, sondern damit wir unser volles Potenzial ausleben können, das Gott in uns hineingelegt. Und die Schranken, wo wir manchmal das Gefühl haben, das soll uns eigentlich helfen, damit es uns nicht schlecht geht, sondern damit wir wirklich gut durchs Leben kommen. Und das ist manchmal noch schwierig, auch gerade im Alltag das zu tun, was Gott einem vielleicht aufs Herz legt. Aber Jesus hat ganz klar gesagt, wer zu mir kommt und meine Rede hört und sie tut, ich will euch zeigen, was das für einen ist. Er sagt dann, er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Also wenn wir hören, was Gott sagt, also erstens mal im zuwenden überhaupt, hören, was er sagt, und dann auch tun, dann ist das wie wenn wir unser Haus auf festem Fundament bauen. Wenn wir nicht tun, sagt Jesus ganz klar, die anderen zwei Sachen kannst du immer noch tun. Gott herwenden und zuhören. Aber wenn wir nicht tun, dann ist es wie wenn wir es auf Sand bauen. Und das ist eigentlich noch tragisch. Weil wenn es dann eben mal kommt, rütteln, mal ein Sturm kommt, mal irgendeine größere Herausforderung kommt, dann verbessert es uns gerade. Aber wenn wir es eben tun, dann sind wir auf festem Fundament, auf festem Boden. Und darum ist es so wichtig, dass wir es tun, auch im Kleinen innen. Damit, wenn eben mal irgendeine Herausforderung oder etwas kommt, wo uns daraus tun könnte, damit wir eben feststehen. Und das ist für mich in letzter Zeit sehr wichtig geworden, dass ich wirklich tun kann, was Gott mir aufträgt. Und ich mache es immer noch nicht ging. Es wäre mir lieber, ich würde es mehr machen. Aber es wäre so wichtig, dass wir es tun, damit das Fundament wirklich fest ist und wir auf dem dürfen stehen, wenn es eben mal rüttelt.